Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf unserem Kanal, wo ich mich schon wirklich verdammt lange drauf freue, denn wir spielen Life is Strange und ich habe mir da direkt die komplette Collection gekauft. Und ich werde es heute mal ein bisschen anders machen bei dem Projekt, denn wir machen das ganz einfach so. Ich lasse euch so ein bisschen mit entscheiden und ich werde einfach am Ende von den Folgen immer euch entscheiden lassen, wie wollen wir weitermachen? Wie hättet ihr gerne, dass sich unsere kleine Hauptcharakterin hier entscheidet? Und da starten wir direkt einfach mal ins Spiel durch. Ja, das sieht doch gut aus. Apply. New Game. So, und Start. Okay, ist direkt die Frage, wo wir hier sind und wie geht das los? Auch unser Hauptcharakter weiß gar nicht. Oh, ich sehe gerade, die Maus ist gar nicht invertiert. Das muss ich machen, sonst komme ich damit nicht zurecht. Yes, ein bisschen höher und so, ist es jetzt so gespeichert? Ja, perfekt. Ah, perfekt, so kann ich viel besser spielen. Dann machen wir uns mal auf zum... Kann wir ein bisschen schneller? Nee, können wir nicht. Ist aber auch ein ganz schöner Sturm. Und sie weiß auch nicht, wo wir hier sind. Und wo ist eigentlich hier? Oh, was haben wir da? Wow, das schaut... okay. Fuck, wenn uns dieser... Wow. Das nenne ich mal Sturm. Und ich weiß nicht, ob wir da oben wirklich sicher sind. Wow. Das ist quasi ein Mahlstrom. Ich denke, da sind wir im Wald fast sicherer. Wow, trifft er die Stadt? Oh, scheiße. That was so surreal. Film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Okay. Also wir sind in unserer Klasse. Like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity is tortured, right? Look. And frankly, it's bullshit. Shh, shh, shh. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you okay. Could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? Drag to aim in the photo and hold the left mouse button to interact with them. Und wie können wir das dann... What the fuck? She could have taken another approach. Wir kommen da gar nicht hin. I have to admit, I'm not a big fan of her work. And hold the left mouse button to interact with it. Frank. Okay. Warum kommen wir nicht aus diesem Radius raus? But a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat.
Okay, ich glaube, ich gehe mal kurz auf die Settings. Sollte ich das vielleicht doch auf No machen? Vielleicht hier ein bisschen höher? Reset to Default? Mal schauen. Wir kommen da einfach nicht hin. We've all seen that iconic shot of Carol Weathers. Okay. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, oh man. Contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Sind wir gerade ernsthaft in einem Bug drin? Nochmal reload last checkpoint. Und stell mal die Settings nochmal um. So. Okay. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography. Kann man das überspringen? Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Ich schau mal, ob ich vielleicht auch mein Pad verwenden kann dafür. Yay! Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Hm, sie findet das Bild nicht so gut, aber ich finde, es sieht eigentlich doch ganz cool aus, oder? Was meint ihr dazu? Victoria, why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Ach, es ist doch eigentlich ganz schön, oder was meint ihr dazu? Also ich finde es recht langweilig. Jetzt testet ihr doch nochmal die Maus. Irgendwie ist das strange. What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. Ach Gott, mach doch mal ein Selfie. She could have taken another approach. I have to admit, I'm not. Shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie, a dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Ah, okay. Daher kommt also das Selfie aus dem 18. Jahrhundert, die Porträts. Portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Porträt, natürlich wissen wir das. Wir wissen das, klar. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Wir wissen es. Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Also es kommt quasi aus Frankreich. The daguerreian process brought out fine detail in people's faces. Making them extremely popular from the 1800s. Was machen wir jetzt? Gucken wir uns unser Foto eigentlich auch angucken. Sorry, Max. No more selfies right now. Okay, wir können keine Selfies. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Oh. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, ich gehe in den Tisch gestoßen. Pretending not to see me. Okay, wir tun also gerade so, als würden wir ihn nicht sehen, und wir müssen ein Foto machen für die Hausarbeiten. Victoria. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Wow, das ist krass, wenn sie sich das holt. Das ist schon ordentlich was. Was haben wir hier? Books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. So, reden wir noch mal mit ihr hier. Hi Kate. Oh. Hi Max.
Ah, you seem quiet today. Also sie war heute ein bisschen still. Just thinking too much. Die sieht echt nicht gut aus. Sind wir mal nett. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, ja, ob wir ein bisschen eine Tasse Tee trinken und über das Leben philosophieren. Sure. Okay, was haben wir hier am Computer? Looks like somebody was already working on this. Cool. Sieht cool aus, so ein bisschen Photoshop, oder? was ist hier noch drin? Amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't so. Someday. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ja, sie macht schon den Eindruck, als würde sie immer ein bisschen über uns lästern. Okay, was haben wir hier für Bilder? The forest around here always looks mysterious. Yay, sieht aber echt ganz cool aus. Ich hätte auch gerne so einen Kurs irgendwie an der Schule gemacht. Was haben wir hier? Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Ja, ist schon ein geiler Fan. Das findet sie jetzt persönlich auch. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Also sie hat anscheinend ein sehr geringes Selbstbewusstsein und deswegen traut sie sich gar nicht an dem Everyday Hero Contest mitzumachen, wo es darum geht, dass sie ein Bild einschickt. Und ja, wenn man wirklich so sieht, sie hat auch nicht wirklich gerade ein gutes Bild. Oh. Das ist anscheinend ein Bild von dem Leuchtturm auch von hier, wo sie sich anscheinend jetzt auch in ihrem Traum hin verirrt hatte. Was haben wir hier noch? Eine Kamera. Oh, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. Wow. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Sehr cool, die Kamera. Reden wir doch mal mit Mr. Jefferson. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Sagen wir mal, do I have to, lieber? Ein bisschen schüchtern. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. Okay, also er sagt, wir brauchen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und sollten ihm also das Bild geben. Können wir ihm jetzt eigentlich das Bild geben? Okay, das hatten wir schon. Hier ist noch irgendwas eingekratzt. Ah, machen wir davon mal ein Foto. Na klar, warum nicht? Probieren wir es. Kate and Amber forever. Yay. Haben wir hier sonst noch irgendwas hier hinten? So. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Das ist schon cool, ja. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Ist schon richtig geil. Where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Das sind schon wirklich coole Kameras und sie findet es auch richtig geil. Was meine ich noch für ein Poster? So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Lesen wir doch mal, was da steht. Mac Jefferson, Nor Beauty, Film versus Digital, who will win? Hört sich echt ganz cool an. Aber er ist schon ein geiler Lehrer irgendwie.
Können wir ihm jetzt eigentlich unser Foto geben oder sollen wir hier raus? Gucken wir noch mal ganz kurz hin. Anscheinend können wir hier nichts mehr machen. Ja gut, dann gehen wir raus. How cute I looked yet. I was about to. I'm not paying a hundred. Welcome to the real world. Just cute. Tja. Then I might send you a special picture. She plays it so sharp. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Ja, sie ist schon sehr introvertiert. Es hat einen wirklich schönen Sound, das Spiel. Yay. Cool. I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Huh. American girls, I'd like to. Es ist ein richtig geiler Sound, finde ich. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. You must make them in a factory. I should have been here. Noch irgendwas? Dana is nice to me. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Sieht echt aus wie die typische Schule. Hier haben wir noch das Halloween-Poster. I wish October would last forever. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Anscheinend. Was steht denn da genau? Save Arcadia Bay. Anscheinend geht's dem ganzen Ort hier nicht so gut. Oh, und hier werden Leute vermisst. Hm. Hier haben wir auch noch was. Ja, sie freut sich auch, dass sie ihre Kalaschnikow zu Hause gelassen hat. Weil hier werden nämlich keine Waffen zugelassen an der Schule. Oh, hier sind wieder noch Poster von der Vermissten. Ah, okay, Männertoilette wäre nicht so gut. Gut. Dann gehen wir mal ins Bad. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen in Ruhe hier. Oh, was haben wir hier? Now who would bother to write that crap? Was steht da genau da? Rachel Amber is a bitch. Ah, okay. Sollten wir nochmal ein bisschen Wasser ins Gesicht packen? Können wir hier nicht? Hier ist noch ein Poster. Ah, doch. Oh, perfektes Bild. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Oh man. Ja, sie denkt auch, dass sie langsam verrückt wird. Seit sie diesen Traum hatte. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Also mir gefällt das Bild richtig gut. Fuck it. Nein, warum? Es war so ein gutes Bild. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Das ist doch cool. So, machen wir nochmal ein Foto davon. Na komm, das ist auch ein richtig geiler Schmetterling. Oder?
Wow, ist das hier nicht die Frauentoilette? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? Whoa! What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh. Shit, da ist genau in der Situation mein Joypad ausgegangen. Oh. Oh mein Gott. Whoa. Was? What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Okay. I already anscheinend from light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. Es wiederholt sich alles. This is real. Now, can you give me an example? Whoa. I cannot believe this. Shit. In black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse time? Krass. Hold LT to rewind. You feel like krass. Können wir unsere Kamera retten? Komm. I did it. I actually did it. Krass. I'm a human time machine. Wie geil ist das denn? Aber hier machen wir dann noch erstmal eine Pause. Und da wir jetzt noch keine Entscheidung haben, was meint ihr? Sollen wir versuchen, ihm das Foto zu geben? Oder? Sollen wir vielleicht wieder ein Foto machen? Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir einfach drunter, wie ihr euch entscheiden würdet. Also dann, ciao. Bis zur nächsten Folge.